Also wir veranstalten heute zu Fronleichnam das erste Mal unseren Mesa-Sommer. Das heißt, wir haben viele, also man kann sich hier Anregungen holen, sowohl die Urlauber als auch die Holzminder selber für einen Aktivurlaub. Es sind viele, viele Kanu-Anbieter da. Es ist der Ruderclub Holzminden da, Tree Rock ist vertreten, Sommerrodelbahn Bodenwerder. Schauen Sie sich ruhig mal um. Ganz besonders möchten wir auch auf unser nächstes Duftseminar hinweisen. Da liegt hier auch ein Flyer aus, den halte ich mal kurz. Am 18. Juli wird Herr Borg, unser Parfümeur, wieder im Torhaus ein Duftseminar anbieten für eine Stunde. Angemeldet werden kann sich bei uns im Stadtmarketingbüro. Eine Stunde wird in die Welt der Düfte und Parfums entführt und das ist eine ganz tolle Sache. Da geht es hier um Freizeitangebote und da ist hier kein geringerer als der Bürgermeister von Silberborn. Hallo Herr Peter. Und ich habe vorhin zu meinem Erstaunen gehört, wie viele Bäume gibt es in Solling? 400 Millionen. 400 Millionen Bäume. Nadelhölzer und Laubhölzer. Das ist ein Weserbergland. Bob. Herr Schwiede ist der Betreiber der Weserbergland Bob Rodelbahn Bodenwerder. Das ist ja eine riesen Achterbahn, kann man sagen, sowas ähnliches. Mehr oder nicht, weniger, die fährt ja, zwar nicht in Achterform, aber man wird per Lift zum Gipfel gebracht und dann saust man mit dem Bob, den ich schon gezeigt habe, herunter. Und das Ganze macht irre Spaß. Das ist auch... Ist da eine Altersbeschränkung da drin? Von jung bis alt, ab 3 Jahre bis geht nicht mehr. Ja, nur alleine oder mit? Mit Kundschaft. Beratung wird hier groß geschrieben. Müssen wir jetzt hier mal ganz genau die Runde sein. Hier an diesem Stand von Krome. Kanu treffe ich Herrn Andreas Nott. Andreas ist ja der Name, der Vorname. Hallo, Herr Nott. Hallo. Und Sie, was bieten Sie denn an? Ich sehe hier eine Menge Schlauchboote, große Schlauchboote. Wir bieten bei uns also an, einmal Kanutouren auf der Weser. Wir bieten an Schlauchtouren auf der Weser, wenn man mit größeren Gruppen unterwegs ist. Man kann bei uns im Schloss Corvey, wo wir auch unser Stützpunkt haben, kann man also auch übernachten. Es gibt dort ein Weser-Aktivhotel, das ist so eine Art Jugendherberge. Wir haben eine große Zeltwiese hinterm Haus, da kann man auch mit einer Gruppe zelten. Des Weiteren bieten wir also auch ein Bogenschießen. Man kann dort auch mit Vereinen oder mit der Familie vorbeikommen. Wenn man reserviert hat vorher, dann kann man das alles aufbauen soweit. Es gibt eine Einweisung und die Leute können dann auch Bogenschießen. Hier haben wir Herrn Peter. Der leitet hier die Führungen auch durch den Mecklenbruch, durch das Hochmoor Mecklenbruch. Ist das eine anstrengende Tour, Peter? Nein, das ist keine anstrengende Tour. Die dauert gut 2 Stunden. Ist auch für fast alle leicht zu bewältigen. Und vor allen Dingen ist der Mecklenbruch eines der wertvollsten Hochmoore hier, nicht nur im Solling, sondern in Niedersachsen. Und von April bis Oktober finden regelmäßig Führungen statt. Ja, über die Touristiker jeweils 2. und 4. Mittwoch im Monat. Und dann gibt es Samstagsführungen, die dauern etwas länger und sind noch spezifischer für Naturfreunde. Und wie gesagt, es macht sehr viel Freude, dieses Hochmoor zu begleiten, die Führung zu machen und den Menschen die Natur nahe zu bringen. Am Stand von Weserlebnis treffe ich hier Herrn Manfred Berg. Hallo Herr Berg. Und hallo. Sie bieten hier auch oder bieten Kanutouren an. Kann man das so sagen? Ja, das ist richtig. Auf der Weser und auch auf der Leine. In Kanus, in Kajaks sowie auch in großen Schlauchbooten. Aha. Komplettes Programm und die Leute
werden auch wieder abgeholt und zurückgebracht an Ausgangsort auf Wunsch. Genau, das ist richtig. Wir bieten da den Komplettservice an, sodass wir uns am Zielpunkt bzw. am Startpunkt mit den Gästen treffen, dort eine Einweisung machen, die Schwimmwesten herausgeben für jeden Teilnehmer. Jeder Teilnehmer bekommt bzw. jedes Boot bekommt eine wasserfeste Gepäcktonne. Und dann nach der Einweisung mit Paddeln und auch Gewässerkarte geht es dann eigenständig los. Weserbergland aktiv. Herrn Brüngel habe ich hier im Bild. Und Sie genau. Bieten an Kanutouren? Ja, Kanu-, Kajak- und Mountainbike-Touren im Weserbergland und vom Streckenabschnitt auf der Weser von Karlshafen bis Bodenwerder. Herr Hindinger ist hier vom Tri-Rock. Was heißt genau. Der Schattenspringer? Wir sind von Schattenspringer, genau, und betreiben den Tri-Rock oben in Silberborn. Genau, ist für die ganze Familie was. Wir haben auch einen Mini-Rock für die ganz Kleinen, für die 3- bis 10-Jährigen oder ein Barfußfahrt für diejenigen, die gar nicht klettern wollen. Ist auch eine erholsame Sache. Und sonst halt den ganz normalen Kletterpark für alle, die Lust auf Abenteuer und Spannung haben. Und dann richtet sie dann richtet sie die Blüte auf. Hier ist mal die Blüte der Spindelwurzel mit Insekten da drauf. Thank you.